Hi Leute, da bin ich wieder. SpongeBob, der Film, Teil 2. Jetzt sprechen wir mit Thaddäus. Was machst du? Ich komponiere den nächsten Satz meines neuesten Opus. Das Thema heißt Unwillkommene Besuche meines Nachbarn. Ich hoffe, du verstehst. Opus, hä? Was willst du denn, SpongeBob? Ich bin beschäftigt. Ich habe mich gefragt, ob ich mir ein wenig von deiner Zahnpasta nehmen könnte. Ich habe keine mehr und ich möchte heute wegen der Eröffnung so gut aussehen, wie ich kann. Ich würde dir sehr gerne helfen, SpongeBob. Aber ich werde es nicht tun. Wie kannst du einen Oktopus komponieren, wenn das Radio an ist? Das heißt Opus. Und das Radio gibt mir, Ideen. Ich meine Inspiration. Ich stehle meine Melodien nicht, wenn du das sagen möchtest. Kann ich bitte ein wenig Zahnpasta haben? Mein Atem erinnert an Salzwasser. Das habe ich bemerkt. Er ist schrecklich. Ich weine für die, die um dich stehen. Vielleicht sollte ich das Radio für dich ausschalten. Möchtest du das? Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Wirklich, SpongeBob? Es könnte mich nicht weniger interessieren, was du tust, solange du es so weit weg wie möglich von hier tust. Nun, tschüss, Thaddäus. Oh, du verlässt mich. Mein Horoskop hat recht. Heute ist ein Tag großer Freude. Ich mach jetzt einfach das Radio aus. Viel besser. Nun wird Thaddäus nicht mehr taub für seine Umwelt sein. So, und jetzt gehe ich... ...in mein Haus... ...und rufe ihn an. Dann ist er nämlich vom Telefon abgelenkt und ich kann mir die Zahnpasta nehmen, die ich mir allerdings diesmal nicht angeguckt habe. Die liegt nämlich am Waschbecken von Thaddäus. Jetzt kann ich erstmal. Also, jetzt kann ich ihn erstmal anrufen. Ich habe das Spiel vor 2-3 Jahren nicht geschafft. Weil ich einfach. Ich habe einfach nicht kapiert, was ich machen muss. Wer ist da? Ja. Wer ist da? Bist du das, SpongeBob? Er könnte den ganzen Tag dort sein, um dem Geräusch des Ozeans zu lauschen. Jetzt ist er abgelenkt, warum auch immer. Er davon abgelenkt ist, dass nicht mal jemand mit ihm redet. Aber okay. So, jetzt gehen wir wieder da rein. Und das Kaff. Gehen wieder hoch. Was willst du denn? Gehen zum Waschbecken. Ich glaube nicht einmal, dass Thaddäus Zähne hat. Er wird sie nicht vermissen. Kombinieren Aha! wir das. Das hat geklappt. Putz ich weiter, der SpongeBob-Zähne. Meine Zähne sind sauber. Jetzt kann ich in die große Krabbe gehen und zum Manager befördert werden. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt habe ich mir die Zähne geputzt und jetzt gehe ich in die große. Und jetzt fängt ein weiteres Kapitel an. Währenddessen lauert Plankton im Abfalleimer und brütet einen neuen Plan aus, um Bikini Bottom zu übernehmen. Er ist eine neidische und egoistische Kreatur. Seine Größe mag in Millimetern gemessen werden, aber seine Eitelkeit umfasst Welten. Oh, entschuldige vielmals. Ich meinte, du sollst Plankton helfen, einen Plan zu finden und durchzuführen, der ganz Bikini Bottom vor seiner unglaublichen Macht erzittern lassen wird. Jo, Kapitel 2 und jetzt spiele ich Plankton. Draußen ist schönes Wetter. Perfektes Wetter, um einen bösen Plan umzusetzen. Lass mal sehen, was wir drauf haben, sollen wir? So. Jetzt gehe ich zum Lager. Nee. Es ist ein Symbol für die Unterdrückung der Arbeiterklasse. Außerdem ist es ein Schraubenschlüssel.
Ich habe wirklich jeden Plan ausprobiert, von A bis Y. Ein Schraubenschlüssel kann ein ziemlich genaues Werkzeug sein, solange man weiß, wohin man ihn werfen muss. Du glaubst, dieser Mob ist zu groß für mich? Das zeigt, was du weißt. Geh zur Küche. Sprich mit Karen, jetzt hier wird wieder gesprochen. Was willst du? Ich muss einen Weg finden, wie ich Mr. Krabs geheimes Krabbenburger-Rezept stehlen kann. Ich habe alles Erdenkliche versucht. Mit anderen Worten, nicht viel. Du bist nicht hilfreich. Hast du schon alle bösen Pläne in deinem Aktenschrank ausprobiert? Ja, jeden einzelnen. Von A bis Y. Es ist keiner übrig. Was ist mit Z? Z? Z. Der Buchstabe nach Y. Ups. Oh Mann. Das ist erst einmal alles, Frau. Kehre zu deinen Ehegattinnenpflichten zurück. Sofort. Meinst du mit Ehegattinnenpflichten, deine vielen Fehler auszubügeln und dir dabei zuzusehen, wie du dir einen weiteren Fehltritt bei einem weiteren zum Scheitern verurteilten Versuch, die Welt zu übernehmen, leistest? Ich habe nur ein Wort für dich. Magnet. Du könntest ihn nicht hochheben. So, und jetzt kommen wir zum Aktenschrank. Ich war etwas zu voreilig. Nun, lass mal sehen. Plan Z. Ja. Krone stehlen, Krabs verantwortlich machen. Ich liebe es, ich liebe es. Das hat Flair. Also lass ihn uns Schritt für Schritt ausführen. Schritt 1, die Krone aus Neptuns Schloss stehlen. Kinderspiel. Der SpongeBob-Roboter ist dafür da, die Tafel hier bei neuen Gerichten neu zu ordnen und überhaupt ordentlich zu machen. Lass uns den SpongeBob-Roboter testen und sehen, ob er seine Pflicht erfüllt. Und jetzt können wir dahin, weil hinterm Roboter stand nämlich ein Jetpack. Und dann wären wir schon wieder fast am Ende unseres Teils. Ah, mein fantastisches Jetpack! Und jetzt machen wir uns auf den Weg, die Krone zu holen. Aber ich würde sagen, geh zu Neptuns Schloss. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Hab noch ein bisschen Zeit, aber ich kann mich erinnern, die nächste Aufgabe dauert etwas länger. Und da muss ich mittendrin aufhören. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier Pause. Und ich sag, ciao, bis zum nächsten Mal.